Willkommen in einer neuen World of Warcraft Woche. Viele, viele, viele Veränderungen auf dem PTR in the Season of Discovery. Schaut euch mal das hier an, Hand der Ungerechtigkeit. Wir kennen ja alle Hand der Gerechtigkeit und jetzt wurde Hand der Ungerechtigkeit eingeführt und zwar für Range-Klassen. Nicht schlechtes Teil. Übrigens, auf dem PTR sind jetzt World Buffs verfügbar. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Klasse mit World Buff testen. Also, let's go! Ansonsten wurden sehr viele Dungeon-Items abgeändert und es wurden nicht nur Dungeon-Items abgeändert, sondern es kommen komplett neue Dungeon-Items ins Spiel. Und für Caster-Klassen bekommen sie Spellpower drauf, das heißt, die Items werden besser für Caster-Klassen. Aber nicht nur für Caster-Klassen, auch für Melee-Klassen, vor allem für Tank-Klassen, hier zum Beispiel der Dolch für Tank-Schurken, welcher plus 7 Verteidigung drauf hat. Und beliebte epische Items werden auch verbessert, wie das zum Beispiel aus dem Düsterbruch bekommt jetzt plus 75 Angriffskraft im Kampf gegen Elementare. Und die berühmte Runenklinge, das Schwert, das wird auch besser. Das bekommt jetzt 50 Angriffskraft dazu. Und vieler, vieler weiterer Dungeon-Item-Updates in Season of Discovery auf dem PTR. Das heißt, die Dungeon-Items werden deutlich, deutlich besser, Leute. Apropos Dungeons, ich habe voll was vergessen. Wir bekommen neue Relikte und die sind richtig, richtig geil. Also für Druiden, Paladine, die zum Beispiel hier. Und für Schamanen, welche eure Zauberzeit von Heilen oder Regen um 100% verringert. Oder hier was für Verstärker-Schamanen, was euch einen Angriffskraftbonus gibt, wenn ihr Sturmschlag benutzt. Und es sind ganz viele neue Berufsrezepte bekannt geworden jetzt auf dem PTR. Und da sind teilweise richtig geile Dinge dabei. Hier zum Beispiel unverwundbarer Panzer oder der veredelte Hammer der Titanen. Den wird wahrscheinlich jeder Duru tragen. 172 Angriffskraft und betäubtes Ziel 3 Sekunden lang. Oder die weiße Klinge des Erzmagiers mit Spell Damage drauf und Reduzierung der Magiewiderstände. Ein epischer Umhang. Und das war aber noch nicht alles. Ich habe noch was im Petto und zwar die Schusswaffe Feuerkern Scharfschützengewehr, der Gerät. Also, freut ihr euch schon auf Berufe in Phase 4? Sicher, sicher. Die MC-Items bekommen auch ein böses Update. Schaut euch mal diese Sachen hier an. Band von Sulfuras bekommt fetten Spell-Damage dazu. Also für Caster-Klassen schaut es richtig, richtig gut aus. Hier was für plus 7, also Tanks kommen auf jeden Fall auch auf ihren Geschmack. Und nicht nur Tanks, auch Heiler. Schaut euch mal das Ding an. Erhöht die Heilung um bis zu 42. Davor war das überhaupt nicht mit dabei. Also vor allem nice für Schamanenheiler. Klinge des Verderbens macht jetzt mehr Feuerdamage. Der Rückgratschnitter, die Axt, bekommt auch ein Update. Und der Umhang, welches die verursachte Heilung bis zu 22 erhöht. Oder der Zweihand-Streitkolben hier erhöht durch Zauber und Effekte verursachte Heilung bis zu 84. Also das war davor nicht dabei, jetzt ist es mit dabei. Und Heal Mages kommen natürlich auch auf ihren Geschmack. Hier gibt es Effekte, die auch für sie verbessert wurden, was den Arkanschaden erhöht. In SOD wurden da viele Spezialisierungen eingeführt. Und jetzt mit Phase 4 werden die Items endlich auch diesbezüglich angepasst. Das heißt, die ganzen Builds und die Spezialisierung, Tank Rogue, Tank Hexenmeister, was auch immer, kommen jetzt auch auf ihren Geschmack. Und nächstes Jahr bekommt natürlich auch Item-Updates. Hier was Gutes zum Beispiel für Tank. Plus 11 Verteidigung auf dem Schmuckstück. Oh, oh, nicht schlecht. Und 20 Feuerresi. Also ein deutliches Update vor allem für Tanks. Wir bekommen aber nicht nur Item-Updates in MC und nächstes Jahr, sondern wir bekommen komplett neue Epics. Wie zum Beispiel Schmuckstücke, neue Ringe, neue Umhänge, neue Waffen und neue Schilder. Und die Itemization von dem Schwert Quell Sera wird jetzt geändert. Für Rogues ist das jetzt auch verfügbar. Die Lockouts für die Raids werden übrigens auch abgeändert. Das heißt, für Onyxia und für die ganzen Weltbosse wird es zweimal den Reset geben pro Woche. Aber für MC haben sie jetzt doch geändert. Das heißt, MC wird einen 7-Tage Lockout haben. Also nicht zweimal wöchentlich, sondern einmal wöchentlich. In Phase 4 kommt auch ein neuer Dungeon. Es wird gemunkelt, dass es in Ashmel sein könnte und die Axt Schatten von Blutschrei wird auch damit in Verbindung gesetzt, die ihr hier sehen könnt. Ansonsten hat noch Wowhead potenzielles Loot für diesen Dungeon ermittelt. Und die Items schauen wirklich nicht schlecht aus. Wie zum Beispiel diese Beinschütze der Aufopferung mit Angriffskraft, Beweglichkeit und 1% Hit mit Zaubern und Angriffen. Oder das Schmuckstück erhöht die Laufgeschwindigkeit 10 Sekunden lang um 40%. Oder ein Ring für Heilmagier erhöht die Arkan-Spellpower. Oder das Schmuckstück entfernt alle schädlichen magischen Feuereffekte. Was für MC mit plus 20 Feuerwiderstand oder ein Trinket vergleichbar mit dem PvP-Trinket, welches ihr ab Rang 5 bekommt. Das heißt, ihr müsst es gar nicht mehr farmen bei PvP oder ein Trinket für Melee-Klassen, welches eure Stärke 20 Sekunden lang um 80 erhöht. Also gut für einen Burst-Schaden. Und die Schreckensklinge des Zerstörers, welche zeitlich begrenzt ist. Das Item ist schon ziemlich stark, aber wie gesagt, das hat wahrscheinlich mit der Instanz zu tun, mit dem Dungeon. Wahrscheinlich könnt ihr das nur drinnen benutzen. Ihr könnt eure hergestellten Feuerresistenz-Rüstungen jetzt upgraden. Ursprünglich waren die
die so angelegt, dass sie beim Anlegen gebunden sind und jetzt sind sie inzwischen beim Aufheben gebunden. Fast alle dieser Gegenstände verleihen Feuerresistenz, was wichtig ist für MC und Nix hier. Und bei dem NPC Loctos Dark Bargrainer könnt ihr diese Feuerresistenzrüstung jetzt aufwerten. Dieser befindet sich übrigens in den Blackrock-Tiefen. Und im neuesten PTR-Bild von Phase 4 sind zwei neue Feuermodelle aufgetaucht. Eine feurige Katze, vielleicht sogar ein Druide der Flamme. Oder Druiden können sich verwandeln, wenn sie das neue überarbeitete Sulfuras tragen. Oder ist es vielleicht ein neues episches Reittier, die von einem Boss im NC fallen gelassen werden. Und das Feuer-Elementar-Modell, was hat es damit auf sich? Vielleicht ein neues Haustier oder der 11. Boss, wer weiß. Das waren die aktuellen Neuigkeiten vom PTR. Es werden mit Sicherheit noch weitere kommen die nächsten Wochen, also bis zum Release. Um nichts zu verpassen, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.